Hallo und herzlich willkommen zu einer der zweiten Folge unseres Jagged Alliance 3 Let's Plays. Ich bin der Palzi, Let's Play, Long Play, weil ich mir ja so viel Zeit lasse. Jeder andere wäre schon durch, ja, mehr als 100 Folgen, immer halbe Stunde wenigstens. Ja, ist halt so spielig. Cool, Calm and Collected oder was hat denn Nett geschrieben? Aber das ist halt, ja, ich nehme mir die Zeit und gucke mich auch gerne um, ist halt blind. Ich habe das Spiel vorher gar nicht gekannt und ja, ich glaube, eine gewisse Lernkurve ist zu erkennen für diejenigen, die seit Anbeginn folgen. Und ich möchte mir den Spaß hier auch nicht nehmen lassen, das Spiel zu entdecken. Ist für mich halt die Veröffentlichung des Jahres und ja. So, in der letzten Folge haben wir hier in dem Savannensektor eine Diamantlieferung erledigt und Claudette auch gerettet, die zurück zu ihrem Bruder Antoine ins Camp gekehrt ist. So, was müssen wir denn jetzt hier? Was haben wir da noch alles? Das nächste ist, glaube ich, jetzt erstmal Biff. Biff benötigt Hilfe bei Hill Station. Das interessiert uns aber nicht. Da ist so einiges, was wir machen könnten. Flüchtlingslager ist natürlich schon interessant. Aber dazu muss Trupp 2 erstmal den Außenposten hier nehmen. Wie heißt denn der eigentlich? Camp La Barrière, genau. Und die sind ja auf dem Weg nach Flohstadt, um Ausrüstung auszutauschen. Verstärkung in Form von Grunty und Vicky trifft auch ein. Müssen dann natürlich auch noch hinterher. Wobei ich nicht weiß, ob ich die wirklich mit reinnehme. Aber 13 ist halt schon ganz schön saftig, ne? Das Maschinengewehr kann ja nett sein. Und wir haben ja noch eine Mini-Mi, glaube ich, in Flohstadt. Aber oh, vor allen Dingen müssen in Flohstadt auch noch Milizen ausgebildet werden, sehe ich gerade. Da sind ja 4 Grüne. Beziehungsweise hier sind es ja normale Milizen. Dann werden sie ja zu Veteranen und dann zu Elite. Naja, aber nichtsdestotrotz wird dieser Trupp jetzt noch einen Sektor weiter marschieren, auf jeden Fall. Let's move. Ist, glaube ich, der erste Hochlandsektor hier. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, aber wir werden es ja gleich sehen. Ach nee, werden wir ja nicht, weil ja der Echo-Trupp vorher eintreffen sollte. I'm here. This where the party's at? Ja, Echo-Trupp möchte da auch gleich nochmal runter. Auf den Flohmarkt. Denn wir hatten ja von Lali diese Quest abgeholt, uns aber nie darum gekümmert, dass hier ein Stuhl steht. So, wer ist denn hier eigentlich Truppanführer? Banz. Banz ist hier Truppanführer, so. There is no sign of the necklace we are looking for. Okay, wäre ja auch zu einfach gewesen, vermute ich. Können wir hier schon wieder was kaufen? Ja. Achso, das ist nur das. Zeitschrift gibt's nicht. Wir wollen auch keine Teile verkaufen. Andersrum würde ich das besser finden. Was haben wir hier? Auto 5, modifizierte Glock. Nee, so dann ab ins Sektorinventar hier. Bisschen Inventarmanagement mal wieder mit Palzi. Das Mini-Mi, die müssen wir dann mit Vicky da ist auch noch modifizieren. Flurry ist okay mit seiner Waffe. Könnte man über den Unterlauf-Granatwerfer da drin nachdenken. Aber ich hätte einen guten Techniker, würde ich da erst abwarten. So, was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine bessere Waffe für Kalina.
Dragunov könnten wir auch noch weiter modifizieren. Wie ist denn die modifiziert bislang? Ja, das Thermal. Ein Schalldämpfer, schwerer Kolben. Munitionsprobleme habe ich eigentlich nicht bislang gehabt. Aber ein zweites Scharfschützengewehr wäre ja doch was Nettes. Jetzt mal so langsam. Achso, Steroid hat ja noch Zeugs im Inventar. Was haben wir hier? Kraft. Uninteressant. Haben wir irgendwo ein Stack mit Messern? Da. So, was haben wir denn hier? Eine M14. Aber die hat 24er Reichweite. Kommt nicht in Frage. Nochmal eine M14, den Kalinas Waffe, 32er Reichweite, genau. M24, das ist doch definitiv eine Verbesserung. Damit ist sie nämlich die, du kannst entladen werden. Du wirst nachgeladen, NATO Standard. Haltbarkeit 45. Wir müssen hier sowieso Milizen trainieren, dann können wir auch darüber nachdenken. Was haben wir hier? Geschicklichkeit. Also diese Sortierung ist... Vor allen Dingen, es gibt auch keine Filter oder sonst was. Dann wollte ich aber jetzt gucken, wegen, wir brauchen ja für Vicky dann auch zwei Waffen, die hat zwei Brownings. Einmal 18, 14er Reichweite. Ich überlege halt, ob ich die Glock gleich nochmal kaufe. Das ist, war ja schon recht hübsch. Wir hätten auch zwei Uzis, die man ihr in die Hand drücken könnte. Weiß allerdings nicht, ob das beim Beidhändigen funktioniert. Müsste man ausprobieren, können wir ja machen. Auf jeden Fall Steroid. Dann nimm mal die Uzis. Auf jeden Fall zum Reparieren. MP5. Bin ich da bei dir ganz zufrieden mit. Kalina. Wie ist das hier modifiziert? Fünffach. Und die hier? Auch fünffach. Das heißt, das ist ganz egal. Wir haben Büchlein für Geschick und was war das andere? Muskelberge. Geschick 79, das bietet sich doch an, Bands. Ach nee, 89. Hättest du da ein 90er Geschick und damit wäre dann Gold freigeschaltet bei den... Ich denke, das lohnt sich und bei Bands kann ich mir vorstellen, dass sie bis zum Ende dabei ist. Lesen, Bands, jawohl. I'm becoming almost too good. So, dann können wir dich da mal hinpacken. Lohnt es sich? Wir hatten irgendwie... Bei Steroid, wie gesagt, bei Steroid weiß ich nicht, ob der bis zum Ende dabei ist. Das ist das große Manko dabei. Gewehr 98, da hatten wir doch mehr als einen von...
Winchester könnte man auch. Hier ist eine zweite Auto 5 nochmal. Hier haben wir aber schon eine modifizierte. Das heißt, dich verschrotten wir jetzt mal. MP5K. Weg damit. Aufräumen ist angesagt. So. Was machten die Glocks für einen Schaden? 4x8, Reichweite 14. So, hier ist ein Gewehr 98. Ist aber auch schon modifiziert. Finde ich dann irgendwie so ein bisschen Perlen vor die Säue, die dann... Das haben wir vor allen Dingen zweimal, ne? Schalldämpfer und Prismenzielfernrohr sind hier auf dem unteren drauf. Nimm das mal in die Hand, Bands. Nur um da auszuschließen, dass wir jetzt das Falsche kaputt machen. Schalldämpfer, achso, und da ist gar nichts drauf. Ne, ich mach das andere kaputt. Definitiv. So, das hier wird verschrottet. Dann kann das da eingelagert werden. Doppelläufige Schrotflinte. Ja, Hand auf Herz hier. Schrott. Die Winchester ist nicht gut, hat aber einen Vorteil, dass sie 44er Munition verschießt. Bands nochmal gucken. 36er Schaden, 36er Reichweite. Wenn man das vergleicht, ja, die M24 ist natürlich schon deutlich besser, ne? Aber wie gesagt, Nachteil verschießt dann keine Warschauer Paktmunition mehr, sondern NATO. Von daher da doch keine Änderung. Wie viel MGs haben wir? Mini-Midi, MG42. Da ist ein schweres RPK. Das heißt, da können wir das MG42 wohl jetzt auch mal... 8x8, 30. 8x8, 30. Verschrotten wir auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das M14 hier noch mal verwenden werde. Zumal wir hier eins in 100% haben. Schrott. Wie gesagt, diese Sortierung ist wirklich grausam. Könnte daran liegen. So, mal testen. So, weiter. Was können wir noch zerlegen? Auto 5 können wir aufheben. M14 100% heben wir auf. Farmers, da weiß ich nicht. Verschießt halt 556er, ne? Da haben wir zwei von. Wie ist die modifiziert hier?
einem Schalldämpfer. Wo ist jetzt die An... Sag mal... Es ist doch zum Mäusemelken. Und die... Größerer Überwachungskegel interessiert mich überhaupt nicht. Das Ding wird zerlegt. Ihr seht, was da passiert, ne? Das ist... So, du wirst verschrottet. Zieh da mal einen Schripp. Können wir auch da erstmal lassen. War sowieso ein Fehler von mir, dass ich die ganzen Sachen mitgenommen habe. Hätte ich alles im Sektor versteckt lassen sollen. So, ich glaube nicht, dass wir so viel Brecheisen brauchen. Andererseits haben wir auch noch nicht gesehen, wo man die kaufen könnte. So, jetzt ist die Frage, kommt, ich kaufe die Glock da. Das ist NATO-Hohlspitz. Mollys brauchen wir nicht. Das ist eine Glock. Come on! Und Messer brauchen wir nicht. Keep your distance, citizen! Is that what you call your mother? Give me your hanky at once. Einfach das, was haben. Bans hatte das gekauft. Genau, da sind auch schon Modifikationen drauf. Kannst du dann erstmal hier reinpacken. Jeder hat medizinisch so... Achso, ihr habt gesagt, man... Also Ned hatte gesagt, dass ich Ted anklicken soll. Geht nicht, macht immer nur Piep. Oh, kann man da irgendwie anders noch mit interagieren? Was ist denn, wenn ich unten bin und dann ins Inventar von Larry? Nee. Got no friends? A gun will be your best friend. Gibt's auch keine speziellen Aktionen mit? Nö, da geht nichts. So, das heißt, das hätten wir. So, was ist der Plan jetzt? Der Plan ist, wir bilden hier doch noch flott erstmal aus die fehlenden Milizen. Dann kann ja in der Zwischenzeit, achso, nochmal ins Inventar Rüstungen checken, ob das soweit in Ordnung ist. Du hast keinen Helm, du auch nicht. Ihr habt die Flecktarn. Das muss repariert werden. Hier wollten wir die Uzi reparieren. Minimi können wir auch schon mal reparieren für Grunty. So, Kalina reparieren. Du bist Patient. MD ist Doktor. Das heißt, Larry und Bans bilden aus. Das ist der Plan. Verletzungen behandeln. MD bestätigen. Patient Steroid. Starten. Milizausbildung. Bans und Larry. Bestätigen. Starten. Da hat auch schon 23 Stunden. Dann ist der andere Trupp ja fast da. Und dann Gegenstände reparieren. Da bleibt jetzt nur noch Kalina. Gegenstände auswählen. Die müssen wir auf jeden Fall. Dann hatten wir gesagt, da ist irgendwo eine Uzi, die wir reparieren wollen. Und hier die Minimi. Dann sind wir 23, 30. Sollte ausreichen.
Denn das ist doch eine M4. Das ist hier die M24, ne? Hier ist irgendwas mit 30%. Das kann man auch salvagen, sag mal. Das würde ich auch gerne noch reparieren. Aber das wird erstmal nicht passieren. Starten, schließen. So. Dann hat der Echo-Trupp seine Aufgaben. Und der Charlie-Trupp marschiert hier weiter. Charlie-Trupp geht dann in Sektor Hochland. Den kennen wir. Aus dem alternativen Spielstand. Damals war da nichts. Von daher gehe ich mal davon aus, dass dem jetzt auch so ist. Heading out. Also war nichts in, bezüglich Gegner. Ich meine, dass da irgendwo was rumgelegen hat. Got something here. Alright, alright. Very Ungar. Schlosserwerkzeug, Livewire bitte. Livewire hier. With certainty. Très bien. Ah, relativ kleiner Sektor. Wir sind so rein. Nee, von wo sind wir denn reingekommen? Hier sind wir reingekommen. Das heißt, die Gegner müssten von der Seite reinkommen. D'accord. Let us get this safari movie. War hier nicht irgendwie sowas wie in so einem Baum oder sowas? Ach, da ist er. Ja, den habe ich mich schon neu erinnert. Da ist auch nochmal was. 762er Leuchtspur. You're the boss. Yes. Meltdown ist jetzt auch müde. Und eigentlich sind wir durch. So, und ich würde prinzipiell die Position ganz gut finden. Aber wir müssen ja eh einsetzen, wenn die kommen. So, nochmal kurz ausrichten. So. Die kommen von der Seite rein. Hier geht es nicht. Das heißt, die werden hier. Die kommen hier rein. Marschieren dann dahin. Das heißt, hier ist gar nicht so eine schlechte Position. Hier ginge auch, aber es ist nicht viel Deckung. Ja, müssen wir dann halt sehen, wo wir so überhaupt reinkommen. Ihr könnt auf jeden Fall jetzt erstmal 12 Stunden Pause machen. Ich hoffe, ihr habt die noch, denn Meltdown ist jetzt auch müde. Wie lange würdet ihr denn jetzt hierhin brauchen? 8 Stunden 36. Das wird keine 12 Stunden Rast, Palzi. Ja, müssen wir durch, ne? Aber das war halt das Risiko, das wir eingehen mussten. Um diesen Trupp aufzuhalten, einfach, damit der Biff nicht erreicht. So, ansonsten. Das ist in 3 Stunden 50 durch. Oh, ich hätte Kalina nur einen Gegenstand reparieren lassen sollen. Jetzt sitzen nämlich dann gleich Steroid und MD blöd rum. Wenn die aber nichts zu tun haben, für wie lange? 14 Stunden. Dann könnte Steroid auch noch als Trainer arbeiten. Treffsicherheit für MD.
7 Stunden 48. Die sind vorher da. 100%. Und das wird ein tougher Fight. 10 Leute. Mit ein bisschen, nee, das sind keine 8 Stunden. Das heißt, das wird bei der Abenddämmerung stattfinden, der Kampf. Also auch keine Nacht. Ja, aber da müssen wir halt durch. Livewire und Meltdown nicht mehr müde. Das hat ja hingehauen wie ein Länderspiel. So 2 Schützen, 2 Überfallanbieter, Anführer und 6 Banditen. Und das ist das Gefährliche an der Sache. Aber wir haben Granaten und auch sonst. Das heißt... Oh, es ist doch dunkel. So, wo dürfen wir denn... Wo ist denn der hübsche Baum jetzt? Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Ah, da ist der Baum und wir sind hier ganz oben. Das ist gar nicht schlecht, das ist gar nicht schlecht. So, wie ist die Idee prinzipiell? Die Idee ist... Im Meltdown hier... sichern. Ich glaube nicht, dass die hier hochklettern können. Das sieht mir zu hoch aus. Das heißt, Meltdown sichert den einzigen Aufgang. Denn da müssen ja die Nahkämpfer auf jeden Fall hochkommen. Denn mit ihren Schrotis haben die ja auch keine guten Chancen. Barry unterstützt das Ganze. Also können, packen wir doch die... You want something? Damen schon mal entsprechend hin. Möchte Meltdown möglichst guten Winkel da geben. Packe ich hier hin. Nee, nicht ganz so weit. Da. Die... Yes. Anderen können vielleicht von hier oben schon ein bisschen runterhaken. Wenn sie denn Sicht haben. Das heißt Rosa. Flay. Livewire hier. Livewire mal in die Mitte. Barry Unger. Und Barry hier dann irgendwie. Der soll mit Granaten dann gegebenenfalls Meltdown unterstützen und an der Ecke, um gegebenenfalls nach da auch werfen zu können. So, das ist die Idee. Der Plan. Dö, dö, dö. Let us make this dö, dö. So, aber... Du hast die Livewire... kann wieder ihre Leuchtpistole nehmen. Barry. Hohlladungen sind okay. Durchschlagskraft ist nur mittel. Könnten auch... haben gut Sprenggranaten. Nee, das ist okay so. Meltdown, ja, alles gut. So, Meltdown, dann du einfach nur nach da sichern. Und der Rest wartet einfach erstmal ab. Check your weapons. The game. She's afoot. Flay, der ist natürlich sehr weit weg. Da nehme ich keinen Kopfschuss im Ende an. Güter, the buckets caught my scent. Dahinter stehen sie doch alle. Flay ist sichtbar. So. They cannot hit what they cannot see. I much prefer combat like this.
Da wird die Rüstung durchbohrt. Dann tu das bitte. Noch ein. Du bist gerade sichtbar. Nee. Sehe ich eher nicht. Würde dich eher noch ein Stück zurückbringen jetzt. Nicht, dass du dir da was fängst. Ready. So, letzte Chance mit Rosa. Das war auch nichts. Ja, dann wären wir wohl schon durch, ne? Gucken wir mal an, was da kommt. What? Nichts kommt. Na gut, wir müssten uns vielleicht hinhocken, um wieder was zu sehen. Aber das, meine Lieben, dann erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge hat gefallen. Ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis dann, euer Falzi.